Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. Im heutigen Video möchte ich mich mit dem Schwerpunkt beschäftigen. Das heißt, der Schwerpunkt, ihr könnt es euch so vorstellen, ist der Punkt, in dem man, wenn man das komplexe Gebilde etwas vereinfachen möchte, die Kräfte angreifen würden. Das heißt, man möchte das, die Gegenstände, die man betrachtet in der Physik, nicht unbedingt als das komplexe, ausufernde Gebilde anschaut, sondern möchte es eigentlich am liebsten einen Punkt haben und da drin soll die Masse auch vereint sein, damit ich die ganzen physikalischen Gesetze anwenden kann. Und das, diesen Punkt, das nennt man dann den Schwerpunkt. Gehen wir davon aus, wir hätten eine Hantel und diese Hantel, die möchten wir jetzt, wir wissen die Gewichte links und rechts, wir möchten aber einen Schwerpunkt haben. Das heißt, in dem Fall können wir den Schwerpunkt uns auch so vorstellen, wenn ich genau den Schwerpunkt erwische, und da dann eine Stütze drunter baue, dann ist das Ding ausbalanciert. Das heißt, es wird weder links noch rechts hinunterfallen. Das ist jetzt intuitiv, wäre klar, wenn hier beide Massen gleich sind, dass es genau die Mitte ist. Aber natürlich kann es viel komplizierter sein. Und dann kann man nachschlagen und findet man so eine ganz komische Formel für den Masseschwerpunkt. Und die sieht oftmals irgendwie so aus. RS und ein Pfeil drüber, das soll ein Vektor darstellen, heißt es dann, ist gleich 1 durch M mal und dann dieses Sigma und dann steht hier unten I gleich 1 bis N von MI mal die RI-Vektoren. So, jetzt will ich euch mal diese Formel hier kurz erklären, was da eigentlich wirklich steht. Das Zeichen heißt die Summe über. Das heißt, in unserem Fall haben wir hier zwei Teile der Hantel, zwei entscheidende, also da steht in der Aufgabe alles drin, dass diese Hantel-Gelenksstange hier, dass diese nicht zwiegen soll, masselos sein soll. Und wir hätten hier eine Masse M1 und hier eine Masse M2. Das heißt, diese MIs, das steht einfach für 1 und für M2. Und dieser Indiz I, der würde bei uns in dem Fall von 1 bis 2 gehen. Ja, wir haben eben zwei Massenteile, die wir betrachten. Dieses große M meint einfach die Gesamtmasse, das heißt die Summe der Massen, also M1 plus M2 in unserem Fall da drüben. Kann natürlich, wenn ich mehrere Massen hätte, M3, M4, natürlich dementsprechend weitergehen, wie auch die Summe dann hier weitergehen würde. So, was meinen jetzt diese Vektoren? Ne? Nun, wenn wir einen Schwerpunkt berechnen sollen, dann brauchen wir ein Koordinatensystem. Wir müssen ja irgendwie rausfinden, wo das alles liegt. Wir müssen da irgendwie die Relation dazu schaffen. Das heißt, wir legen das Ganze irgendwie in ein Koordinatensystem. Jetzt wissen wir zum Beispiel, dass hier der Abstand zwischen diesen zwei Hantelteilen, sagen wir einfach 6 sein soll, dann kann ich sagen, dann lege ich den doch einfach mal hier in diesem Koordinatenschema auf 1, 1 und sage hier unten, na, dann ist das 7, wenn dieser Abstand hier 6 sein soll. Und jetzt diese Vektoren, RIs, das sind einfach die Koordinaten dieser zwei Punkte. Das heißt, der R1 wäre das hier und der R2 wäre das hier. In dem Fall 1, 1. Dieser Punkt wäre hier ja auch der Punkt 1, 1. Und diesen Punkt würde ich hier als 7, 1 ablesen können. Also ist das hier 7, 1, dieser Vektor. Das Ganze habe ich jetzt hier zweidimensional gemacht. Natürlich hätte ich das auch einfach auf diese Achse hier legen können. Ihr seht natürlich hier diesen beide mal der Einsatz. Das ist vollkommen irrelevant. Natürlich ist der Schwerpunkt, hat dann natürlich die Y-Koordinate 1. Das macht hier keinen Unterschied. Dann muss ich hier nicht mit RS und RIs rechnen, sondern ich könnte einfach sagen, X Schwerpunkt ist gleich MI mal XI, also die X-Koordinaten einzeln betrachtet. Aber so würde das im zweidimensionalen Fall aussehen. So. Dieser RS, das Ergebnis, das wir rauskriegen würde, wäre dann der Vektor, der zum Schwerpunkt zeigt. Also der zeigt irgendwo, das wissen wir jetzt schon mal, hier drauf. Nun, damit wir das mal ausrechnen können, müssen wir jetzt der Masse M1 und M2 auch ein bisschen was zuordnen. Sagen wir einfach, M1 wäre 1 Kilogramm und M2 2 Kilogramm. Wären beide gleich schwer, wäre S natürlich genau in der Mitte. Das war das, was ich meinte, was intuitiv gleich. In dem Fall ist es nicht mehr so. Das heißt, der rechte Teil ist schwerer. Somit müsste der Schwerpunkt auch etwas mehr zu der schweren Masse hin
verschoben sein. Das heißt, er wird nicht in der Mitte, also er wird nicht bei 4 liegen, sondern etwas weiter rechts. Wenden wir das Ganze mal an. Also RS ist gleich 1 durch die Gesamtmasse, M1 plus M2 in unserem Fall. Und jetzt steht hier diese Summe. Wir wissen, wir haben 2 Stück, also steht hier die 2. I gleich 1. MI, RIs. Wenn ich das ausschreibe, 1 durch M1 plus M2 mal jetzt diese Summe, naja, M1 mal R1, wollen wir schon mal eine Meinung haben, plus M2 R2. So, jetzt fangen wir an, das alles auszurechnen. M1 plus M2 sind also 3. Also haben wir hier 3 Kilogramm. So, M1 über 1 Kilogramm mal der R1. R1 war 1,1. Plus 2 Kilogramm mal der R2, also 7,1. So, wie multipliziere ich sowas? Also ein Skalar mit einem Vektor. Nun, ich multipliziere jeden Eintrag davon. Das heißt, wir haben hier stehen 1 durch 3 Kilogramm mal 1, 1 plus 14 und 2 als Vektor. Jeweils mit einem einheitlichen Kilogramm. Das kann ich jetzt aber direkt schon mit dem Kilogramm hier unten einfach kürzen. Dann rechne ich das hier einfach zusammen, das heißt, wir haben ein Drittel mal 15 und hier unten 3. Das heißt, unser Schwerpunktvektor, ein Drittel mal 15 ist 5 und ein Drittel mal 3 ist 1. Das ist der Schwerpunktvektor wäre 5, 1. Das ist unser Schwerpunkt wäre hier, also machen wir einen Pfeil dahin, S 5, 1. Ihr seht also, das nenne ich nicht genau die Mitte der Hantel. Wir werden etwas nach rechts verschoben, genauso wie wir es erwartet haben. Das Ganze ist eigentlich nicht so sonderlich kompliziert, ob man sich es nochmal genau anschauen. Wenn da mehrere Massen wären, werden einfach hier mehrere Einträge gestanden. Man müsste halt ein bisschen mehr zusammenrechnen. Wir sagen zu dem Fall, sagen wir, ein diskreter Fall. Das heißt, wir haben nur eine endliche Anzahl von Stücken, von Teilen, wo wir die Masse wissen. Natürlich ist bei dieser Hantel natürlich das hier auch schon vereinfacht, indem wir sagen, die Masse liegt da an diesem Punkt. Auch das ist eigentlich schon der Schwerpunkt dieser Kugel oder Scheibe, was auch immer da an der Hantel dran sein soll. Auch das ist alles schon vereinfacht. Wenn das nicht endlich ist, dann nennt man sowas einen kontinuierlichen Fall. Und dann kann ich das immer wieder so machen, dann muss ich das alles mit Integral machen und es wird noch hässlicher. Nun, aber schaut euch das mal genauer an. Danke für eure Aufmerksamkeit. Beehrt uns bald mal wieder auf www.lyrelda.de. Dankeschön.